Die israelische Verhaltensforscherin Inbal Bellamy Bartal arbeitet mit Ratten. Die Tiere sind genetisch weit vom Menschen entfernt. Trotzdem weisen die Nager verblüffende Parallelen zu uns Menschen auf, sowohl im Sozialverhalten als auch auf biologischer Ebene. Einer der Gründe, warum wir uns so sehr für diese Ratten interessieren, ist, dass sie dieselben Nervenstrukturen und Hormonsysteme haben. Trotz Evolution blieben die erhalten. Also, wenn wir jemanden in Not sehen, aktivieren wir genau dasselbe System wie diese Ratten. So wie Menschen einander helfen, wenn sie sich nahestehen, genauso helfen sich auch diese weißen Ratten gegenseitig aus der Klemme. Steckt eine der beiden in einer beengenden Röhre, versucht die andere Ratte, sie zu befreien. Die Tiere sind intelligent. In 70% aller Fälle gelingt die Befreiungsaktion. Ratten teilen mit Menschen den Lebensraum, das prosoziale Verhalten und sogar die Vorliebe für Schokolade. Was, fragte sich die Forscherin, ist ihnen wichtiger? Kommt erst das Fressen und erst dann die Moral? Obwohl Ratten Schokochips wirklich mögen, so helfen sie doch der anderen Ratte genauso schnell, wie sie die Box mit den Schokochips öffnet. In den meisten Fällen lassen sie mindestens einen übrig. Wir sehen sogar, wie sie sie aufheben und wieder ablegen. So als würden sie sagen, nein, der ist nicht für mich. Auch eine grundsätzliche Skepsis gegenüber allem Fremden teilen Ratte und Mensch. Weil das schwarz-weiße Tier anders aussieht, sinkt die Hilfsbereitschaft der weißen Ratte gegen Null. Doch dieses Verhalten lässt sich beeinflussen. Wir haben herausgefunden, dass ein zweiwöchiges Zusammenleben ausreicht, um das Verhalten der weißen Ratten völlig zu ändern. Sie waren danach hochmotiviert, ihren schwarzen Käfigkameraden zu helfen. Und nachdem sie mit einer schwarzen Ratte zusammengelebt hatten, haben sie auch anderen schwarzen Ratten geholfen. Sie haben also ihr Verhalten verallgemeinert auf die gesamte Gruppe der schwarzhaarigen Ratten. Ganz ähnlich reagieren auch Menschen. Gegenüber Fremden verhalten sich viele misstrauisch bis ablehnend. Sobald aber täglicher Umgang Vertrauen schafft, schwindet auch die Angst. Die israelische Neurobiologin hat Weiße an schwarze Ratten gewöhnt und schöpft Hoffnung aus ihren Forschungsergebnissen. Wir sind in der Lage, die Zugehörigkeit zu unserem aktuellen sozialen Umfeld sehr schnell zu ändern. Und das gibt uns Hoffnung, auch für uns Menschen. Ich denke, das ist eine positive Botschaft. Menschliches Verhalten ist zu komplex, als dass Multikulti ein Allheilmittel wäre. Aber eine durchmischte Gesellschaft, in der man sich kennt und mindestens ein grobes gemeinsames Wertesystem teilt, befördert Mitgefühl und Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft.